Unsere Artillerie hält. Sie hält. Und hier hinten ist es One-on-One. gut. Hier ist es ganz durcheinander alles. Der General der Preußen ist wieder da. Der verrückte Vogel. Was ist hier? 12 Finder. Hey! Geht mal drauf. So. Die Preußen ziehen sich auch da zurück. Wir haben hier bereits eine Einheit besiegt. Jetzt kommt die andere. Was ist das? Linieninfanterie. Die sind gebrochen. Das macht nichts. Die schicke ich jetzt in die Hölle. Jawohl. Das war geil. 30 Mann in kurzer Zeit weg. Erschüttert sind sie auch. Wir folgen sie noch ein bisschen weiter. Und dann kommen hier jetzt die nächste Einheit. Die ist ebenfalls gebrochen. Da gehen wir auch auf. Die Ulanen sind noch aktiv. Und jetzt zieht sich gleich unsere Linieninfanterieeinheit zurück. Unser General wird es ihnen gleich tun. Sonst haben wir hier gleich ein Problem. Da hinten werden wir sicherlich auch verlieren. Das ist preußische Linieninfanterie, die ist viel stärker als die unsrige. Ich ziehe mich deswegen hier jetzt mal zurück. Und da ist die Front auch schon gebrochen. Deswegen müssen wir jetzt umstellen. Ihr geht ab sofort hier hin. Und es wird nochmal richtig spannend. Die Artillerie kann mal ein bisschen Zeit gewinnen, indem sie hier sich in die Schlacht stürzt. Oder sie kann nochmal zurückziehen, weil es hier da irgendwie... Die... Was ist das? Regiment zu Pferde, scheiße. Die haben wir ja auf... Oh, die habe ich gar nicht aufgepasst. Egal, dafür ist die Linieninfanterie trotzdem weg. Da hinten habe ich ein Regiment zu Pferde verschleudert. Was ist mit euch los? Ihr geht auf die Grenadiere als nächstes. Seid zwar außer Atem, ist mir egal. Grenadiere und das andere Zeug wird jetzt wegvernichtet, hoffe ich. Standhaft, das ist nicht gut. Dann muss ich die nochmal rausziehen. So, hier schießen wir jetzt auf die Preußen. Mit Volley-Seifen, sehr gut. Unsere Artillerie hält die so ein bisschen auf. Hier haben wir die Feinde jetzt so ein bisschen vernichtet. Und ich gehe wieder direkt zurück. Neuer Angriff. Ah, das war zu früh. Dann geht nochmal zurück. Oh, ich hasse diese Ulan. Ich hasse sie. So. Die, das Regiment zu Pferde. Da habe ich gar nicht drauf aufgepasst. Die wurden von denen jetzt wirklich platt gemacht. Das ist scheiße. So, die schicke ich da auch nochmal hin. Und ihr hier als Unterstützung ganz woanders hin. Oh, was macht ihr denn da? Stopp! Da ziehen sich Preußen zurück. Es ist wirklich ganz knapp jetzt. Ah, die haben auch viel zu viel. Ja, die sind auch zurückgezogen worden. Das gibt's doch alles nicht. Scheiße. Die Ulanen, was machen die jetzt? Darauf. Volle Elle. Ich habe zu wenig Kavallerie. Aber hier sind wir jetzt am Gewinn. Fall die nochmal in ihrer Flanke. Diese scheiß Grenadiere, die sind so zäh auf einmal. Vorhin sind die beim ersten Schuss zurückgezogen. Jetzt machen sie auf einmal einen auf Helden oder was. So, jetzt die nächsten. Nee, nein, nein, erst zurückziehen. Oh Gott, das ist eine Hektik hier. Zurückziehen. Da ist der General. Oh, dann gehen wir aber auf den. Der ist immer noch am Leben, das Arschloch. 7 Mann noch übrig. Hallo, Angriff. So, 6 Mann. 5. 4. Wann stirbt das Arschloch denn endlich? 3. 2. Hallo. 1. Das ist der. So, jetzt aber. Da ist ein General, den ihr umbringen müsst. Hallo. Die müssen wir erwischen, auf jeden Fall. Gut, wir haben jetzt Vorteile. Hier sind die Preußen überall auf dem Rückzug. Der General ist tot. Und weg hier. Weg hier. Die sind auch erschüttert. 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 So. Das war Gottlieb Fast, oder wie der Vogel hieß. So, jetzt ziehen sich die Preußen auf breiter Front zurück. Das ist unsere Chance. Hier sind aber jetzt wir am Abkacken. Ulan. Oh, na, was macht ihr denn da? Ihr sollt euch zurückziehen, verdammt nochmal. Ihr seid die letzte Kavallerieeinheit, die wir haben. Vorrücken jetzt. Arschlöcher. So. Infanterie und Milizen nachziehen. So. Aber ganz zackig. Die sind sehr tapfer da hinten. Die kriegen das Georgskreuz am goldenen Band. Keine Ahnung. So. Und hier ist... Die sind erschüttert und sind, keine Ahnung was, gebrochen.
Unsere Ulanen gehen jetzt voll auf diese Linieninfanterie. Das sind zwei schwache Truppen und wir haben jetzt nochmal den Ansturm. Die sind zwar müde, aber einen kleinen Bonus wird es trotzdem geben. Hoffe ich. 24 gegen 48, nein, gegen 49. Wer ihr schießt. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, jawohl, 7 Tote. Ich glaube das ja wohl alles nicht, wa? Ist ja wohl unfair. Na toll, super. War ein Riesenerfolg. So, jetzt ziehen sie uns hinten zurück. Da kommen die Preußen. Ich ziehe mich noch weiter zurück. Hier wird abgeprotzt. Wo ist die andere Einheit? Da hinten. Scheiß Preußen, ey. Scheißvolk. Ist ein einziges Scheißvolk, ist das. Oh, noch eine ganze Infanteriebataillon. Ach, hab ich ganz vergessen. Scheiß Terrassen. Hallo, schneller. Wir haben einen Krieg zu gewinnen, meine Herren. So, zack, zack. 92 Preußen und die kämpfen jetzt gegen 134 Polen, 103 Polen und 96 Polen. Ich erwarte, dass das jetzt läuft. So, und Feuer. Jawohl. So muss das. Ja, sehr gut. Hier auf die Arschlöcher, also auf die Preußen. So. Und hier nochmal ein Kästchen, jetzt haben wir sie. Da kommt irgendwas komisches an, Linieninfanterie. Die, hier, da. Miliz, hinter diese komischen kleinen Pünktchen hier überall. Wenn man die dahinter stellt, das habe ich schon mehr erklärt, gibt es Deckung. So, also, Artillerie ist auch wieder mit von der Partie und jetzt geht's die letzte Runde. Unsere Bürger sind hier noch aktiv und da ziehen sich einige von unseren Truppen zurück. Da, diese Einheit ist gleich weg, das sehe ich schon kommen. So, unsere Artillerie muss lange kämpfen. Jawohl, sehr gut, so muss das. Immer feste Druff. Arschloch, ja. Arschloch. Wirklich, ich hasse euch. So. Unsere Truppen. Na. Schnell weg da. Hier haben wir... Bisschen unübersichtlich gerade. Ich weiß gar nicht, was fliegt und was noch lebt. Die sind gebrochen. Okay. Dann wieder auf die alte Stellung. Wir rücken wieder vor. Und der Balken sagt auch ganz klar grün. Es sieht also gut aus. Und die haben noch eine ganze Einheit praktisch. 145 Mann. Und die haben auch noch 134 hier. Sehr gut. Wir haben noch ganz viele frische Einheiten. Die Preußen sind jetzt gebrochen und erschüttert und sind so schwach teilweise. Die ziehen sich auch zurück. Bleibt nur noch eine Einheit übrig. Die mache ich jetzt im Nahkampf platt. Wir sind ja 2-1 überlegen zahlenmäßig und Milizen sind im Nahkampf gar nicht mal so schlecht. Haben auch das Ringbajonett im Übrigen. Jawohl, hier schießt es auch mit der Artillerie noch drauf. Das soll es auch gewesen sein. Danke, liebe Artillerie. Und nochmal im Nahkampf auf die bösen Preußen. Auf sie mit Gebrüll. 2-1 überlegen und rein da. Jawohl. Nahkampfvorteil. Nicht so wirklich ausgenutzt. Doch, jetzt aber. Hier ist alles am Fliehen. Da kommt auch noch irgendein komischer Vogel an. Das kann auch mal sein, dass die alle zurückkommen, weil das ein bisschen länger dauern wird jetzt. Ich habe keine Kavallerie mehr. Kavallerie ist eigentlich in der Schlacht selbst gar nicht so wichtig. Die ist dem Verfolgen der Einheiten so wichtig. So, alle in eine Reihe bitte. Die sind jetzt erschüttert. So muss das auch. Und das ist gut. Wir stellen unsere Truppen nochmal hier auf. Und weiter geht's. Hier sind Preußen in Reichweite. Linieninfanterie, 49 Mann. Ich bitte darum, das Feuer zu erwidern. Herzlichen Dank. Manchmal läuft es auch mit Höflichkeit. So, so, einmal hier lang. Und ihr, meine lieben Hasen, kommt weiter nach vorne. Denn ich glaube, die Preußen werden ja nochmal zurückkommen. Ich hoffe es auch, ehrlich gesagt, ein bisschen. Weil ich es nicht mag, wenn so viele Truppen entkommen. Die sind erschüttert. Alles klar, das fasse ich mir von übrig. Die sind aber alle nur gebrochen hier. Da sind zwischen 30 und 60 Mann übrig immer. Ja, zwischen 70. 70. Und da haben wir jetzt noch eine 44er Einheit, die jetzt von uns aber ratzfatz platt gemacht wird. Mit frischen Einheiten. Und sagen wir leicht angeschlagenen Einheiten. Jetzt Volley-Salve nochmal von der Flanke und rein da. Jawohl. Tschüssi. So. Das sieht ganz gut aus. Und die fliehen auch. Dann haben wir sie, glaube ich, jetzt besiegt. Glaube ich.
Und ich brauche dringend das nächste Bayonett, weil Nachladen dauert echt zu lange langsam. Aber gut, wir haben gewonnen. Jawohl. Glorreicher Sieg. Herrlich. Die Preußen wurden erneut vernichtend geschlagen. Und das sollte uns langsam aber sicher die Möglichkeiten, also ein Fenster für Möglichkeiten eröffnen, auch mal Berlin anzugreifen. Und wir haben, ja, eine Verlustquote, die sehr, sehr gut ist. Wir haben gegen 2340 Preußen gekämpft, die 1933 Mann verloren haben und nur 407 übrig. Und wir haben 857 Mann verloren von unseren 1884 und seitdem noch über 1000 Einheiten übrig. Wir sind also jetzt 2,5 zu 1 überlegen den Preußen, die sich zurückziehen müssen. Und wir bekommen gleich unmittelbar Verstärkung. Allerdings, nicht vergessen, Breslau, Schweden, Schlesien, oh Gottes Willen, Schlesien wird belagert. So, mal gucken, was Westfalen gleich macht. Russland hat gerade eben Karelien an Schweden verloren, aber sie sind nach wie vor in Finnland und im Ingermanland. Und die anderen Nationen ziehen ihre Züge. Varesken und Piraten noch. So, wir sind wieder dran. Jawohl, irgendwelche Handelsrouten wurden überfallen von den Schweden. Macht nichts. Was haben wir noch? Neue Nation. Oh, die Cherokee. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh, die Engländer hatten die schon fast besiegt, aber die Cherokee haben sich wieder ausgerufen. Herzlichen Glückwunsch. Und, ja, nachdem sie vorher vernichtet wurden. Okay, alles klar. Dann haben wir hier irgendein Korporal in Goldtresse. Das ist dafür, dass wir so hervorragend gekämpft haben. Und es wird nicht belagert hier Schlesien, aber eine komische Armee steht vor Schlesien. Und ich muss erstmal mit dem ganzen Geld, was wir jetzt haben, über 5000 Goldstücke übrigens, in Warschau Truppen aufrüsten. Linieninfanterie und Regiment zu Pferde. Und die Drillschule wird schon gebaut. Und die Drillschule, das erste, was wir da erforschen werden, kann ich euch schon sagen, wird das glücklicherweise Feuern sein. Das brauchen wir dringend. Und ja, so. Westpreußen, erstmal müssen hier Truppen aufgerüstet werden. Das wird viel Geld kosten. Okay, das haben wir nicht komplett, das Geld. Deswegen werde ich die Truppen leider erstmal zusammenlegen müssen, um überhaupt das nötige Kleingeld zu haben. Haben wir jetzt das nötige Kleingeld? 4000, immer noch nicht. Dann werden die beiden zusammengelegt. Und die beiden. Und jetzt müssen wir es aber wirklich haben. Jawohl, 3106. Oh, immer noch nicht. Gut, dann machen wir was anderes. Also ihr geht durch Ostpreußen. Dahin. Tada. So. Sehr schön. So, Jelgava, das sieht gut aus hier alles. Und das hier sieht auch schön aus. Und hier wird weiter fleißig gebaut. Und ich wollte natürlich noch im Kurland und auch in Moldawien Straßen aufrüsten. Und die Truppen muss ich jetzt auch aufrüsten. Also jede Menge Gelegenheiten, Geld auszugeben. Die Schule ist in... Nein, Entschuldigung, die Poststation ist in einer Runde fertig.